ein Spiel gegen Lichtenberg, wo man so große Überlegenheit hat, dann fällt ein Gegentor. Das muss einem Torhüter doch besonders wehtun. Ja, ärgert mich maßlos. Ich habe so einen internen mir ein Ziel gesetzt, was zu Nullspiele betrifft. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe, da muss ich jetzt zweimal zu Null spielen. Das ist natürlich das Ziel. Ja, ärgert mich maßlos. Muss nicht sein. Trübt dann auch so ein bisschen die Stimmung. Ansonsten war es ein sehr überlegen geführtes Spiel gewesen seitens Energie und hat das gezeigt, was ihr versprochen habt, möglichst alle Spiele gewinnen. Ja, nee, also dass wir überlegen waren und dass wir das Spiel am Ende auch gewonnen haben, ja, das hat der Spielverlauf dann so hergegeben, aber da hätten schon ein, zwei Tore noch mehr fallen müssen. Okay. Man kennt sich jahrelang, auch mit deinen Eltern, die ich vorher im Spiel getroffen habe, das werden sie bestimmt erzählt haben gerade. Und denen habe ich halt die Frage gestellt, sehen wir uns in der nächsten Saison auch hier auf dem Platz mit Toni? Da waren sie noch am Eiern. Weißt du schon mehr oder willst du mir mehr erzählen? Nee, also da gibt es im Moment noch nichts zu verkünden. Ja, es sind immer oder mehrere daran beteiligt. Wenn es sowas zu vermelden gibt, dann machen wir das. Aber es gibt andere Interessenten. Ja, ich denke, ich habe eine vernünftige Saison gespielt. Trotz alledem, Cottbus ist für mich auch erster Ansprechpartner und was am Ende bei rumkommt, das wird man sehen. Was ist dir durch den Kopf gegangen in der vierten Minute? Ja, gut, ne, da, den kann man schon machen, muss man sagen. Wir haben gegen die Hacke gekriegt, hat Torhüter dann gehalten und da passiert. Aber dafür hast du den Schwierigen gemacht zum Torerfolg nachher. Ja, glücklicherweise haben wir den dann gemacht zur Führung und den ganzen Herbensegen dann. Ja, mein Lieber, du musstest frühzeitig Putze im Mittelfeld ersetzen, eine Rolle, die du aber sofort angenommen hast und ausgeführt hast. Na klar, also ich mache mir keine Gedanken, ich komme einfach rein und spiele mein Spiel, mache mir keinen Druck. Die Mannschaft hat geholfen und so haben wir auch meiner Meinung nach verdient gewonnen. Das Spiel war ein relativ einfaches für Energie, speziell in der ersten Halbzeit hat ja nahezu alles geklappt. Also ich würde nicht sagen, einfaches Spiel. Wir haben schon gekämpft und wir haben uns die Torchancen gut erspielt. Wir hätten ein paar mehr Tore machen können. Aber dafür heißt es jetzt gegen Hertha, dass wir die dann reinmachen.